Ja, meine Damen und Herren, es ist ja sicher auch an dem, ja, dass die Welt, sie will es wissen, ja, was denken wir natürlich, ja, und weil das so ist, natürlich sagen wir etwas zu dem, was wir auch denken, natürlich. Das, was man denkt, kann man auch sprechen, aussprechen, ja, das machen wir, ja, und weil das so ist, sagen wir einfach mal, hier, Ton ab, natürlich Ton ab, also. So, Sie sind also ein Forscher aller Bücher, ja. Ja, ich schnüffel durch jedes Buch, egal welches Buch. Ja, ich gehe durch Bücher. Ja, und wie ist Ihnen dabei? Was fällt Ihnen da so auf? Ja, also, ich bin sowas von, wenn ich eine Zeile lese und alleine schon in ein Buch, ja, und dann ist die Zeile da, dann komme ich nicht mehr weiter. Ja, warum ist das so? Ja, es ist in mir so, dass mir eine Zeile alleine in einem Buch schon sowas von, ja, das ist mir, wie meinen Sie das? Was erklären Sie es mal richtig? Es ist mir zuwider. Da komme ich mit dem Ausdruck, dass die druckten, das ist ein Satz, verstehen Sie? Da komme ich nicht mit klar. Ja, das müssen Sie auch mal näher erklären. Ja, das ist zum Beispiel, ja, also Sie lesen zum Beispiel mal, dann nehmen Sie den Koran. Ja, das ist es ja, da müssen Sie jetzt aufpassen, wenn Sie da was sagen, wir wissen ja, dass Sie Ärger kriegen könnten, ja. Weil es ist mir jetzt egal, was ich da für einen Ärger kriege, ja. Da ist nämlich eine Zeile drin, die mir nicht gefällt. Das können Sie nicht sagen. Da sind Sie möglicherweise, das steht doch in dem Buch auch noch drin, Sie könnten dann Ungläubiger sein. Ne? Ungläubiger. Ja, ich bin ungläubig, das ist wahr. Ich bin so ungläubig, dass wenn ich die Zeile im Koran lese, und da bin ich ja, ich fanatisiere mich jetzt mal hier, ja. Ja, das ist jetzt, kommt ja mal aber endlich alles aufs Tableau, dass ich das mal hier sage. Ja, es ist doch so, da steht doch ganz einfach drin, du musst nehmen und du sollst und ja, und dann steht da so viel und dann kommt die Zeile so, der gerade Weg. Also, das ist so, also es ist unerklärbar. Nee, das müssen Sie erklären. Sie kommen bestimmt noch dahinter. Also fragen Sie sich das doch. Ja. Ja, ich frage da vielleicht so, so rum vielleicht. Ich steige in einen Bus ein. Und dann sage ich zum Schaffner, aber das gibt es ja nicht mehr, aber vielleicht für früher so, weiß ich nicht. Ja, früher, da bin ich als Kind mal im Bus eingestiegen und da hat meine Mama gesagt, oder mein Papa war schon mal so, ja, wo man denn älter war, hat es man auch selber gemacht. Also, man hat zum Schaffner nie gesagt, einmal ganz geradeaus zum Beispiel. Da hätte der Schaffner einen ja sowas von dumm angeguckt, der hätte gesagt, wo willst du hin? Na, den geraden Weg zum Beispiel, hätten sie gesagt. Der hätte sich angeguckt, hätte gesagt, sagen Sie mal, was ist mit Ihnen los? Wenn sie sagt, ich darf nicht ungläubig sein, ich muss nach dem Koran immer nur den geraden Weg. Jetzt bin ich endlich auf den geraden Weg. Das ist eine Textzeile, wo ich mich frage, was das überhaupt zu bedeuten hat. Das versteht doch überhaupt kein Mensch. Das ist doch absolut unsinniges Zeug, was da drin steht. Sehen Sie, da sind Sie jetzt ein Ungläubiger. Wenn Sie sowas sagen, dass das unsinnig ist. Das ist mit dem geraden Weg absoluter Unsinn ist. Ja, wieso? Also, Sie müssen es nochmal so sehen. Wir sind Berliner und wir haben auch Kinderschinnen. Ne? Kinderschinnen im Berliner, Kinder gibt es doch. Das können Sie sich doch vorstellen, dass es Berliner Kinder gibt. Ne? Ja, und was wollen Sie jetzt damit argumentieren? Ja, das ist bei den Kindern so. Denen hat man früher zum Beispiel auch mal vorgesungen. Das wurde auch mir mal als kleines Kind vorgesungen. Wie war das noch? Über Stock und über Steine, aber brich dir nicht die Beine. Hopp, 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 hopp. Pferdchen auf Galopp. Jetzt ist, also was erzählen Sie denn da jetzt? Das müssen Sie sich mal vorstellen, ob Sie es schaffen würden, einen absolut immer geraden Weg zu nehmen. Es ist doch manchmal, der Weg ist doch holprig. Das wissen doch schon die Kinder. Und wenn die Kinder das wissen, dann würden die Kinder doch sagen, was lese ich denn da? Sie nehmen jetzt das als ein Schulbuch und dann heißt es, der Islam, die Religion, das muss auch an den Schulen gelehrt werden. An den Schulen. Es gibt keine Kinder, die da sagen, die gehen jetzt in die Schule, da kommt ein kleines Kind an und sagt zum Beispiel, also da kommt ein Religionslehrer, der ist vom Islam und sagt zum Beispiel, du mein Sohn, hier, du Tochter, solches hier unserer Religion, du hast jetzt hier, nimm den geraden Weg.
Und dann kommt ein Berliner Kind hin, das kriegt doch eine Zensur, das sitzt doch mit einer 6 da. Da sagt der Lehrer dann da, und du hast hier nicht bestanden, du bist ein ungläubiges Kind. Und das Kind sagt dann auf einmal, ja, meine Mama, die sang aber immer, hopp, 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 Pferdchen, lauf, galopp, über Stock und über Steine, aber brich dir nicht die Beine. Das ist doch kein gerader Weg, das wissen doch die Kinder. Es gibt doch immer irgendwie, mein Gott, da muss man mal doch mal irgendwann um die Ecke. Es gibt doch mal irgendwo und das da. Und das gibt es im Koran dann nicht und so. Und da muss man immer den geraden Weg nehmen. Und wenn man den nicht findet, dann ist man ein Ungläubiger. Stellen Sie sich doch sowas mal vor. Ja, das ist eine zu tiefe Philosophie, was Sie da veranstalten. Das geht jetzt nicht. Das ist ja vielleicht was ganz anderes, Sie meinen, mit dem geraden Weg. Ja, ich weiß es nicht. Vielleicht über irgendwelche Himmelsstirne oder was meinen Sie jetzt da mit dem geraden Weg oder was da? Sie müssen hier mit dem Ziel 1 werden oder was soll das jetzt hier? Das ist doch alles irgendwie der gerade Weg. Also Sie sind der Meinung, das ist ein Buch, da steht auch Schwachsinn drin, wollen Sie sagen. Ja, das ist es. Das ist es, da steht Schwachsinn drin. Das ist einfach so. Na, dafür werden Sie jetzt bestimmt, das wird Ihnen jetzt, das ist es, was da sind Sie, da fallen Sie unter das Urteil von denen, dass Ihnen alles da hinterher ist, dass Sie da und so, Sie machen eine Religion da nieder. Ich mache keine Religion nieder, das ist totaler Quatsch, was Sie erzählen. Ich sage, da steht Unsinn drin. Es ist Unsinn. Also bei mir, wenn ich, na sagen Sie mal, würden Sie denn den Koran jetzt nun auch noch umschreiben? Ja, ich würde an die Stelle übersetzen, hopp, 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 hopp vielleicht, Pferdchen auf Galopp oder da, wo steht zum Beispiel der gerade Weg, da würde ich sagen, über Stock und über Steine, ja, aber brich dir nicht die Beine zum Beispiel. Das würde ich einfach da anders übersetzen, damit man weiß, guck mal, da ist ein Weghindernis, du musst da um die Ecke, um daran vorbeizukommen, ne? Man muss an irgendetwas da irgendwo vorbei und für so etwas braucht man eine Abbiege zum Beispiel. Das würde bei mir da drin stehen. Ne, das ist ja nun mal nicht so. Wäre ja vielleicht in einer Straßenverkehrsordnung. Da können Sie das erzählen. Da können Sie sagen, sehen Sie mal, da müssen Sie links abbiegen oder so. Ja? Schauen Sie sich, oder Sie müssen da, halten Sie da an und, oder hier dürfen Sie nach einem grünen Pfeil mal auch, das dürfen Sie mal auch abbiegen oder so. Nein, das darf man im Koran eben nicht. Da steht, Sie müssen immer den geraden Weg nehmen. Das ist nun mal so. Und da sehen Sie doch alleine schon, wie viel Unsinn in der Welt ist. Ja, also ich überlege mir das nochmal mit Ihnen nach, ob ich mich Ihrer Kritik anschließen kann. Das wäre ja vielleicht gar nicht so schlecht. Ja, ich sage Ihnen, passen Sie auf, nehmen Sie nicht auch noch den geraden Weg jetzt, ja? Ja? Also wie im Bus einsteigen, einmal bitte ganz geradeaus oder so ähnlich, oder? Das ist doch irgendwie alles, ja? Das ist alles irgendwie so. Ich mache das jetzt zu ihr mit Ihnen. Es gefällt mir nicht, was Sie mir so sagen. Es geht auch alles nicht. Ja, es geht nun mal nicht immer alles. Wenn man immer nur geradeaus will, geht es auch nicht immer, ne? Das ist nun mal so, ja. Gehen Sie bitte ganz geradeaus, ja. Aber nicht gegen die Wand oder so, ja. Das ist Vorsicht, ja, immer Vorsicht sagen, ja. Mit dem sogenannten ewig geradeaus und so. Ja, das ist bei die so. Das habe ich auch schon gemerkt. Die wollen immer straight away, ja, geradeaus. Vollkommen straight away, so straight und so, ja. Das ist nun mal so. Ja, es ist so bei denen, das ist wirklich so. Nun gut, dann haben wir das, guter Mann. Ja, wir haben das jetzt. Gut, meine sehr verehrten Damen und Herren, die haben das gehört. Ja, bitte einmal ganz geradeaus. Ja, das ist es, ja. Denken Sie drüber nach, was Sie glauben, was Sie überhaupt nicht glauben, was Sie wissen, was Sie nicht wissen. Fragen Sie sich einiges, fragen Sie sich überhaupt nichts, glauben Sie alles, glauben Sie überhaupt nichts. Wir sind es dann mal hier, unsere Berliner Ecke, Ihr Sprachfunk. Hallo, hallo, Ihr Sprachfunk.